So, der Fritz hat's bereits gepostet, diese Schläger, und zwar, das ist seine Arbeit. Er hat die Schläger abgeschnitten von diesem Vortex Extreme Spin. Und ich habe jetzt die Schläger hier bei Dennis Outlet gefunden. Und wie peinlich, ja, wie ein amputierter Fuß oder Arm schaut dieser Schläger aus. Da voll verkrüppelt, ja, da kann man gerade mit einer Hand den Griff halten. Für beidarmige Spüler eigentlich völlig unbrauchbar. Das Seitenbett auch fast schon trapezartig, geht das in die Höhe. Bloß schräg. Sehr weite, offene Seitenabstände. Aber wie gesagt, der Griff ist schwerst peinlich. Ich weiß nicht, wer den Schläger spielt. Ich habe den Schläger jetzt, wie gesagt, da in der Hand. Es wäre sicher interessant, mit dem Schläger zu schwingen, zu spielen. Fühlt sich fast schon an wie so ein kleiner Beach-Tennis-Schläger. Also wie gesagt, Fritz, gute Arbeit wie immer. Und man wird sehen, was der Herr dann zu sagen hat. Die Seitenabstände sind ein Wahnsinn. Das sind mindestens fast schon 2 cm locker. Das sind 2 cm. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Vortex Extreme Spin. Mich interessiert, wer den Schläger spielt. Vielleicht meldet sich die Person oder der Herr auch. Ein Wahnsinn. Bitte und auf Wiedersehen.